Hallo und willkommen zu einer meiner Filme. Heute geht es um das Distributivgesetz, eine typische Aufgabe in der 5. Klasse. Das hier ist eine Aufgabe davon. 39 mal 24 plus 11 mal 24. Und was ist es denn jetzt? Das will ich euch jetzt erleichtern. Wie ihr hier seht, haben wir 2 mal die 24. Und wie ihr hier noch seht, wird 39 mal 24 gerechnet und 11 mal 24. Also brauchen wir nur eine 24. Und deswegen können wir auch die 39 und die 11 zusammenrechnen. Also 50 mal 24. Um sich das Ganze besser vorstellen zu können, habt ihr hier 24 Smarties. Diese 24 Smarties leben alle in einem Häuschen. Und dieses Häuschen steht in einem Dorf. Das heißt, in der Nachbarschaft gibt es noch 10 weitere Häuschen. Und in jedem Häuschen wohnen 24 Smarties. Das heißt, insgesamt 11 mal 24. Weil es sind 11 Häuschen, in jedem wohnen 24 Smarties. Die Originalaufgabe lautet aber so. 39 mal 24 plus 11 mal 24, gleich Fragezeichen. Das heißt, es fehlen noch 39 Häuschen und die stehen alle im Nachbardorf. Und in jedem Häuschen wohnen 24 Smarties. Jetzt haben wir eine Vorstellung von dieser Aufgabe. Und jeder sieht jetzt, das sind insgesamt 50 Häuschen. Also können wir statt 39 mal 24 plus 11 mal 24 auch die 39 und die 11 einfach zusammenfassen. Wir wissen ja, Klammern müssen zuerst gerechnet werden. Und das sind dann 50 mal 24 sind 1200. Und damit haben wir die Originalaufgabe zusammengefasst und können sie ganz bequem im Kopf rechnen. Und ich denke mal, jeder stimmt mir zu, dass 50 mal 24 einfacher zu rechnen ist als 39 mal 24 plus 11 mal 24. Mit solchen Tricks kann man schneller rechnen lernen.